Moin, moin, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Runde We Are Football. Mittlerweile könnte das Folge 64 sein, natürlich das Ganze wieder als Livestream auf Twitch und in den nächsten Tagen dann als Folgen auf YouTube. So, moin, moin, die ersten, die da sind, danke fürs Reinschalten. Geht raus an Ulrich, an Alex, an Daniel und Rufa. Moin, 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 moin. Schön, dass ihr da seid. Auch alle anderen, die sich bisher nicht erkennen, zu erkennen gegeben haben oder was auch immer. Moin, moin, schön, dass ihr da seid. Sehr schön, moin, moin. Grüße an YouTube. Ja, wollen wir gar nicht lange fackeln, ne? Und Titel steht drin, ich will, also wir sind Spieltag 32, hatten wir 38 Spieltage oder ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall wollen wir mal sehen, dass wir da ein bisschen vorankommen, ne? Ich möchte die Saison heute Abend abschließen, ich möchte auch gerne Transferbudget für die nächste Saison. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon irgendwas gucken sollten. Wenn wir jetzt für nächstes Jahr, können wir tatsächlich für nächstes Jahr jetzt eigentlich schon einen Transfer machen? Frage ich wahrscheinlich nachher nochmal, es sei denn, einer von euch weiß es jetzt schon. Dann schreibt es gerne rein. So, wie immer, im Sporttreiben machen wir, Mitarbeiter suchen, die Woche schon komplett voll. Das habe ich wohl noch geplant gehabt beim letzten Mal, so wie es aussieht. Dann lassen wir mal die Woche einfach auf uns zukommen und fackeln auch da nicht lange. Das ist nicht so die Lieblingswoche wahrscheinlich. Auch nicht geguckt, spielen wir zu Hause. Ne, wir spielen auswärts. Die Stimme ist wieder jetzt okay, ne? Ich sag ja, das erholt sich irgendwie über den Tag. Mal gucken, wie es mir morgen früh geht. Bin gespannt. Pressing gegen Pressing ist in Ordnung. Konter, das lassen wir noch ein bisschen trainieren. Kontrollierte Offensive können wir schon relativ gut. Das abgesicherte, ruhige Aufbauspiel möchte ich noch weiterhin trainieren. Gut. Thomas Carstensen. Rechter Außenverteidiger hat ihn aufgelevelt. Die Antritt mir egal. So, was suchen wir denn einfach noch? Wir haben ja noch, wir hatten ja beim letzten Mal angefangen, die große Baustelle Mitarbeiter zu suchen. Was fehlt uns denn jetzt hier noch? Jetzt sind wir beim Co-Trainer gelandet. Die haben schon eine andere Gehaltsvorstellung. Wir haben noch ein ganz gutes Budget. Müssen wir nur gucken, dass wir, also das ist aktuell, ne? Der Josef Griese, 7er Fleiß, 4 graue Sterne. Oder 4 Bronzesterne. Kriegt aber auch nur 20.000. Hat noch bis nächstes Jahr tatsächlich Vertrag. Wenn, dann müssen wir so einen haben, eine Stufe 9. Das ist natürlich schon High-End, denn, ne? 100.000 Gehalt. Lasse das Budget aber gar nicht so doll, finde ich immer, ne? Ja, also für 60, für 70.000 würde ich das mal so machen. Moin, moin, schön, dass ihr wieder dabei seid, Leute. Moin, moin. So, was suchen wir noch? Wir suchen noch einen Datenanalyst. Ein Analytiker hier, Level 8, Quatsch, hier Fleiß 8, ist, ja, hier haben wir Fleiß 10 auf Stufe 7, das kann der gut, der kann gut loyal und der andere, oh, der hat ganz viele Sachen hier, der hat loyal plus Entscheidungs, den nehme ich eher, denn es war nur 8er Fleiß, aber bei der Kompetenz heißt ein 8er Fleiß wahrscheinlich auch ein bisschen mehr runter als ein 10er Fleiß mit weniger Erfahrung. Da versuchen wir mal, ne, ein bisschen noch runter zu gehen. Ja, länger. Boah, ist eigentlich in Ordnung für 10.000 Jahresgehalt. Jahresgehalt muss man, ne? Okay. Wir bilden uns weiter. Investor, genau, das wollen wir auch gerne weiter Gespräche führen immer. Leiter. HR. Da sind schon krasse Preisunterschiede. Wir haben noch 112.000 Budget. 9er Fleiß, 9er Fleiß, 60.000. Der hat echt viel. Und der hier ist auch nur grün. Wird mir auch gefallen und kriegen wir, glaube ich, deutlich günstiger. Ein Jahr länger und weniger Geld. Nein, der will nicht zu uns. Schade, da habe ich einmal zu weit gepokert. Auch wohl
Also für den Mehrwert hier, Fortschritt, das dauert ja nicht lange, dann hat er einen Fortschritt oder wie? Aber der hat da schon 2 plus. Frusttoleranz, Entscheidungsfreude und loyal. Im Frühjahr minus 1. Ach, wir können ja mal kurz vergleichen, ne? Na. Ach schon. Pete Strobel, Chef Scout. Ich denke mal, warum sortiere ich das nicht einfach mal so rum? 60.000 Gehaltsvorstellung. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen aufs Budget achten, ne? Also müssen uns ja auch langfristig leisten können. Nützt uns nichts, wenn wir dann das nächste Jahr alles um die Ohren fliegt. Ja, nehme ich. Fanclubs besuchen, Fanclubs beschenken, alles schick. Erster FC Magdeburg. Rookies Monats hatten wir eigentlich irgendwie so einen kleinen Ingame-Sound, der geht komplett ab, ne? Gab das so ein bisschen Menümusik oder sehe ich das falsch? Also, ich weiß es nicht genau. Müssen wir gleich mal schauen. So, wer ist verletzt, wer ist gesperrt? Pobo ist wieder da, verletzt ist eigentlich nur noch Konrad Strack, linker Außenverteidiger. 4-6 der Alte, 4-3 Petersen Malte, recht jung, aber sind wir natürlich besser besetzt. Aber auf der Bank habe ich keinen guten Innenverteidiger. Ich würde sagen, Popo kam von Anfang an ran. Statt Kramer, aber Kramer ist ja auch echt alt. Da müssen wir auch langsam drüber nachdenken. 6-6, 5-1, 5-1, 6-6 ist da. Also das ist praktisch denen egal. Ja, schon deutlich besser. Mal nehmen wir Emden nicht mit, oder? Tabellenachter, wir sind Tabellenzehnter. Die Stürmer sind ja beide relativ fit. Ich wollte das jetzt eigentlich höchstens noch vom Sortierfaktor ein bisschen anders umsortieren, aber passt schon. Also weil unser Torge Petro ist natürlich der Captain, aber der hat auch echt nicht mehr so viel Energie, ne? Ich glaube, eigentlich muss er fast mal eine Spielpause kriegen, oder was meint ihr? Ich soll es jetzt noch einmal so spielen und dann gucken wir im nächsten Spiel mal. So, das können wir noch nicht ganz so gut. Ich spiele weiterhin kontrollierte Offensive. Ich meine wirklich, dass ich vorher so einen Klicksound oder irgendwas im Spiel hatte, aber es kann sein, dass vielleicht muss ich mir noch eine alte Folge schnell angucken. Dann wäre ich schlauer. So, können wir noch jemandem was sagen? Yildirim können wir was sagen. Filter können wir was sagen. Und Santa können wir was sagen. Wut. Ach. Habe ich überhaupt Feuer hier? Hier habe ich überhaupt kein Feuer. Ja, und das habe ich mich jetzt leider auch nicht, habe ich nicht geschafft, auch nicht mehr daran gedacht, ein bisschen schlau zu machen, was VR Football angeht, zum Thema Teamführung. Warum ist unsere Mannschaft mit uns eigentlich so unzufrieden? Wir spielen viele, wir rotieren viel, wir sind gar nicht so schlecht von der Position her in der Liga. Wir sind
konstant, also solider 10. Platz, würde ich mal behaupten. Bisschen Punkte nach oben, Punkte nach unten, klar. Aber ein Abstiegsplatz war schon relativ weit weg. Aber kann natürlich sein, wenn wir jetzt die letzten 6 Spiele verlieren, dann wird es vielleicht auch nicht so schön. So, was ist los? Da will er gedribbelt und schießt und macht sofort das Ausgleichstor. Schön. Nie mit einer gelben Karte. Die Spieler neutralisieren sich. Es passiert nichts. Freistoß für Magdeburg. Hinspiel haben sie 2-1 gewonnen. Na, Moment. Oh, ein bisschen mehr Einsatz, Leute. Ja, noch dreimal reden. Das ist ein Spiel, wo ich jetzt wirklich sehe, dass wir eigentlich noch gewinnen könnten, ne? Männer, seht ihr diese Kurve hier? Ja, du machst das schon. So, auf geht's. Zweite Halbzeit. Der Nero spielt quer auf Peto. Popo dribbelt und am ins lange Eck. Sehr nice. Freistoß durch Hartmann. Meistens gefährlich. Unser Freistoß Spezi. Peto kriegt ihn. Buckling köpft. Gut. Wir gehen mal ein bisschen in die Wechsel, weil wir einfach auch kaputt sind. Petersen. Der ist sogar ein bisschen besser. Da können wir also so, ne? Wir können also wechseln überwiegend 1:1. EM ist kaputt. Vito kommt rein. Und er macht hier einen auf Rast, wa? Popo lässt sich auch jetzt ein bisschen fallen. OM lässt sich ein bisschen fallen. Kein Wechsel mehr möglich. Also die beiden Gelbbelasteten müssen durchziehen, ne? Das ist immer noch die zweite Saison, ne? Am Ende der zweiten Saison, würde ich sagen. So lange dauert das Ganze. Zweikampf, Back, oh, Foul, oh nee, aber an der Strafraumkante, oder? Nee, das war außerhalb. Kann doch keiner erzählen. Wir geraten ziemlich gerade unter Druck. Letzte Druckphase nochmal von Magdeburg. Wir müssen das überstehen, Jungs, und gegenhalten. Schaffen wir nicht. Mist. Unnötig. Na gut. Wir sind trotzdem noch 10. Platz. 11 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Wobei hier ziemlich viele gleich sind. Ne? Also 35, das sind dann hier eben. Vorne ist auch weg. 16 Punkte bis nach vorne ist nicht mehr machbar. Wir sind 20 Vereine, was heißt, wir haben 38 Spieltage. Das war der 32. Spieltag. Jo, genau. Spieler will mehr Geld. Tore blaue. Ich muss sagen, kriegst irgendwas dazwischen. Ich muss ja ein bisschen was an der Zufriedenheit machen. Überhaupt mehr kriegt. Eigentlich würde ich ihn eher gar, also, ne? Hm, dumm. Oh, unseren Koglin, Innenverteidiger. Gut, dann müssen wir die Woche planen. Wir bilden uns wie immer weiter. Machen wir so unsere Standarddinger, ne? Wir werden einmal kurz Investor suchen.
Neuer Monat dürfte das auch sein. Es kann sein, dass wir uns wieder ein bisschen um die Fans kümmern müssen. Aber wir hatten einen schönen Boost hier auf jeden Fall. Sergej Vukovic, unser neuer top-linker Mittelfeldspieler. Reicht schon fast. Bobo noch mit und dann sind sie doch schon zufrieden. Wir beschenken die Fanclubs. Genau, wir besuchen die Fanclubs. Die sind noch alle zufrieden mit uns, das ist auch schön. Also die Verkaufszahlen, die wir so haben, sind noch echt überschaubar. Noch eine Charity-Aktion. Alles für die Fans. Unterharing, Heimspiel. Deswegen ist wieder beides drin, lass ich es mal drinne. Ja, die Woche ziehen wir auf jeden Fall noch schnell durch. Das würde mich echt mal interessieren, so Transferbudget-mäßig, ne? Also wenn wir jetzt uns versuchen, einen Spieler zu suchen für nächstes Jahr, ob wir die denn schon, also ne, ob das Transferbudget auch sinnigerweise vom nächsten Jahr beeinflusst. Weil da müsste ich ja theoretisch ein 2-Millionen-Budget zur Verfügung haben. Und ich sehe schon so ein bisschen, ja, wirklich Luft im Torwartbereich zum Beispiel auch, ne? Da sehe ich Luft nach oben. Was ist da los? Och. Böke hat sich verletzt. So, ein OM fehlt mir auch, ne? Müsste seine zweite Saison. Ja, genau. Das ist meine zweite Saison. Stärke unter Haring ist gar nicht so viel stärker als wir. Müssen wir eine Erholungswoche oder so einlegen. Und nur noch mit Schulz reden. Mit allen anderen haben wir wohl schon mehr als genug geredet. Ach, wir sind Vierter. Nicht so gut besetzt, das stimmt. Also alles, wo wir noch Vierer haben, ne? Ein Top-OM. So eine Bogenlampe, Leute. Unglücklich. 3500 Leute immerhin. Ja, also OM sehe ich irgendwie, also Torwart und linke und rechte Außenverteidigung, das stimmt. Da haben wir überall noch eine 4 vorne stehen, auch wenn die bald trainiert haben und vielleicht bald eine 5 dann haben. Oh. Yes! Abstauber, Koglin.
Unser offensiv mitspielender Innenverteidiger. Noch was. Komm Leute, einen dicken Sieg noch hier. Tenero. Wollten wir mal schießen üben. Ich sage ja Abwehr. Also bei mir war Torwart und Abwehr. Also das sind, glaube ich, echt gute Baustellen für nächstes Jahr. Weil Tore technisch, wir haben ja eigentlich ganz gut Tore geschossen. Wir haben einfach viel zu viel Gegentor auch gekriegt. Wie bei Dortmund derzeit in echt, ne? Vorne immer ganz gute mit dabei, aber nach hinten, wir haben 11, also minus 11 war Torverhältnis tatsächlich, als 12. Jetzt sind wir nur noch 12. Müssen auf jeden Fall nochmal Punkte sammeln. Auswechseln noch fast vergessen. So, wer ist denn vorne? Kramer taugt nix. OM habe ich gar keinen mit. Wir haben auch das Hinspiel schon 4-1 verloren. Die sind taktisch irgendwie toll oder so, ich weiß es nicht genau. Alter, unglaublich. Auch wieder 4-1. Und die holen sich so auch eine gelb-rote ab. Wir haben keine einzige, obwohl wir eigentlich eine relativ hohe Einsatzstärke hier drin haben. Naja, ist das nichts geworden. Ach nee, was sagen sie zur Leistung ihres Teams? Leistung Mannschaft. Gut. Diesmal haben heute Supporter-Fans, die besten der Welt. Was denken Sie über die Arbeit von Jaden? Hat es leicht, leistet gute Arbeit. Man. Wir bleiben trotzdem noch 10. Irgendwie scheint sich da bei den anderen auch noch was gedreht zu haben, dass die doch verloren haben. Rostock und Kaiserslautern. Naja, aber es ist ziemlich sicher. Ne? Nach oben geht nichts mehr. 16 Punkte, 17, 18 Punkte sind es nach oben. Wir haben noch 5 Spiele, ne? Ja. Das haben wir noch. Na gut. Trotzdem haben sich Leute verbessert. Große Sprüche, nichts dahinter. Ja. Große Sprüche, nichts dahinter, sagen die. Sie haben den Aufstieg quasi garantiert. Jetzt heißt es ein weiteres, das stimmt doch gar nicht. Das Saisonziel war Klassenerhalt so ungefähr, ne? Oder irgendwie, ich glaube Position 17, keine Ahnung. Wir sind 10. Also erwartet Zufriedenheit. Spinnen ja wohl. Das ist echt ein bisschen frech. Also nicht, ob wir den Torwart tatsächlich nochmal richtig besser kriegen. Aber nicht. Na gut, YouTube-mäßig machen wir mit der nächsten Folge weiter. Bis dann, vielen Dank und tschüss.